Heiko, wir haben es jetzt 22 Uhr. Wann endet in der Regel dein Tag hier so im Trainingslager? Ach, eigentlich hat er schon geendet, ja, aber dadurch, dass ich mir mit den Waschfrauen vom Hotel die Maschinen teilen muss, ja, dauert es schon mal ein bisschen länger, aber alles gut. Danke, Heiko. Gut. Meine Aufgaben, ja, das sind ringsrum die Organisation jetzt, was hier gemacht werden muss. Tränke holen, die Essenszeiten abstimmen und sowas alles. Also einfache Sachen eigentlich. Du hast du im Vorfeld auch schon koordiniert mit dem Hotelmanager Markus Bergmann, zum Beispiel bezogen auf die Mahlzeiten, was darf gegessen werden, was wollen die Jungs gerne essen, so sportgerechte Ernährung? Ja, da hatte ich mich mit dem Co-Trainer André Kilian hingesetzt und haben sozusagen den Essensplan gestrickt und haben das dann Markus Bergmann durchgegeben. Und das haben wir mit ihm dann abgestimmt und das funktioniert auch sehr gut. Okay, das ist Nummer 1 und rechts. Wisst ihr, wie das am schnellsten geht? Ich mache das immer links, rechts, links, 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 links. Ich gucke immer nach links, nach rechts, dann mache ich einen Haufen. Links, rechts. Genau, links, rechts. Rechts, rechts. Wie viel Wäsche fällt so am Tag an? Was würdest du schätzen? Na, je nach Trainingseinheit. Also wir sind ja nun 28 Spieler im Trainingslager. Das heißt, von jedem 28 Hosen, 28 Trikots, dann Unterzieher, Strümpfe, also kann man ja hochrechnen. Schaffst du es, an alles zu denken, wenn du losfährst? Nein, leider nicht. Also. Auch ich mache kleine Fehler. Ja, ist ja normal. Ja. Das Besondere am Trainingslager ist, dass man sich einfach näher kennenlernt, dass man die Neuen da gut integrieren kann und ja, einfach dieser Zusammenhalt hier. Ich habe eigentlich schon alle kennengelernt und ich hoffe, dass mein Gefühl mich dieses Jahr nicht täuscht, dass es ein richtig gutes ist. Ja. Packst du deine Wäsche heute richtig rein? Ja, du hattest letztens deine weißen Sachen nicht drin. Dann habe ich die aus deinem Zimmer geholt. Das lag da alles noch. Richtig? Kannst du dein Zimmer genossen fragen? Tut mir leid. Alles gut. Danke. Ich versuche mich zu bessern. Ich weiß, dass du dich besserst. Johann, also gut, wer mich kennt, der weiß, dass ich da immer einen kleinen Spruch auf den Lippen habe. Dass ich nicht immer alles so ernst nehme. Also, ja, ich bin da sehr locker. Wie machst du das so? Ja, genau, so mache ich immer. Dankeschön. Manche Spieler sind eben doch vergesslich und vergessen halt mal irgendwas mitzunehmen und dann muss ich zusehen, dass ich das alles in der Regel schnell organisiert kriege. Ja, wir haben ja super Bedingungen mit dem Platz, mit den Gebäuden und sowas alles, dass alles hier in der Nähe ist, das ist einfach nur top. Das ist mein Platz.